Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie begrüßen zu unserer Veranstaltung Religion First? Es wird heute gehen um die Frage der Diskriminierung nicht religiöser Menschen in Deutschland und um die Zukunft der Religions- und Weltanschauungspolitik am Beispiel Berlins. Seien Sie herzlich willkommen hier. Ich darf Sie begrüßen im Namen der 5 Veranstalter, also der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg, dem Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg, den Evolutionären Humanisten Berlin-Brandenburg, der Humanismusstiftung Berlin und der Freireligiösen Gemeinde. Und so geht ein erster Dank von hier aus auch jetzt an eben diese Organisationen für die gute Zusammenarbeit in der Vorbereitung dieser Veranstaltung. Zusätzlich aber auch ein Dank an all jene Einzelpersonen und Verbände, die darüber hinaus noch zum Zustandekommen dieser Veranstaltung beigetragen haben. Insofern auch Sie teilnehmen am sogenannten runden Tisch der Weltanschauungsgemeinschaften im Land Berlin bei der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Und eben dieser Senatsverwaltung gilt sodann der nächste Dank, zum einen für die finanzielle Förderung dieser Veranstaltung, zum anderen für die Unterstützung dafür, dass wir auch heute wieder in diesen schönen, geschichtsträchtigen Räumlichkeiten tagen dürfen. Und ein letzter Dank an das Team der Humanistischen Akademie, das sicherlich die organisatorische Hauptlast für den heutigen Abend geschultert hat. Gerne. In organisatorischer Hinsicht möchte ich gleich darauf hinweisen, Sie sehen das an der verschiedenen Technikaufbauten hier, die Veranstaltung wird aufgezeichnet, sowohl in Ton als auch in Bild. Das gilt auch, wenn Sie sich nachher dazu entschließen, was schön wäre, an eins der Mikrofone zu gehen und einen Beitrag zu leisten, eine Frage zu stellen, dann würde auch das mit aufgezeichnet. Wenn Sie das nicht wünschen, müssten Sie auf uns zukommen, dass wir das dann da hinterher rausnehmen. Das geht technisch natürlich auch. Gut, als nächstes, und das ist sehr wichtig, darf ich Ihnen nun ein Grußwort des Berliner Senators für Kultur und Europa, Dr. Klaus Lederer, verlesen, das dieser uns dankenswerterweise für die heutige Veranstaltung zugesandt hat. Sehr geehrte Damen und Herren, da ich gegenwärtig zur Europaministerkonferenz in Brüssel bin, kann ich leider heute nicht bei Ihnen sein. Ich bitte dies zu entschuldigen und bei der nächsten Gelegenheit werde ich sehr gern wieder selbst zu Ihnen sprechen. Ich begrüße Sie dennoch sehr herzlich zur Veranstaltung mit dem Titel Religion First, veranstaltet von der Humanistischen Akademie, dem Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg, den Evolutionären, Sie kennen die Liste schon, den Evolutionären Humanistinnen Berlin-Brandenburg, der Humanismusstiftung und der Freireligiösen Gemeinde. Die Weltanschauungsgemeinschaften spielen eine immer wichtigere Rolle in einer Gesellschaft, in der konfessionell gebundene Mitglieder mehr und mehr die großen Kirchen verlassen. Immer mehr Menschen scheinen sich von den klassischen Formen religiösen Lebens abzuwenden. Dafür entstehen religiöse und weltanschauliche Gemeinschaften in aller Vielfalt. Dazu zählen auch Vereine, die sich auf ein Bekenntnis zu einer Weltanschauung berufen. Der Berliner Senat unterstützt daher diese Gemeinschaften, wie etwa den Humanistischen Verband, Landesverband Berlin, der bereits seit 2 Jahrzehnten kontinuierlich gefördert wird. Der Verband spielt durch seine vielfältige soziale Arbeit und durch den Lebenskundeunterricht an öffentlichen Schulen eine wichtige Rolle in unserer Stadt. Werden solche Vereine gegenüber den Kirchen diskriminiert, weil sie nicht dieselbe Unterstützung erhalten? Verfassungsrichter meinen nein. Das kann man auch anders sehen. Ich setze mich dafür ein, dass alle Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ihr Bekenntnis ausleben und im Sinne staatlicher Aufgaben sozial und kulturell ihren Beitrag leisten. Der Staat darf aus Neutralitätsgründen keine Seite bevorzugen. Daher spreche ich mich deutlich dagegen aus, etwa Kreuze in Amtsstuben zu hängen. Und es muss auch gewährleistet sein, dass Weltanschauungsgemeinschaften am öffentlichen Leben teilnehmen können. Die vorliegende Studie, also die uns hier, deren Ergebnisse uns auch gleich präsentiert werden, die vorliegende Studie Weltanschauung als Diskriminierungsgrund hat hier einige interessante Thesen und Forderungen aufgestellt. Allerdings ist sie in einem Punkt veraltet.
Denn die Körperschaftsrechte habe ich dem HVD bereits im Januar 2018 überreicht. So bleibt Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Diskussion. Ich wünsche Ihnen einen informativen, konstruktiven und anregenden Abend. Dr. Klaus Lederer. Ja, vielen Dank von dieser Stelle auch nochmal für die Übersendung dieses Grußworts. Mit diesen Sätzen sind wir natürlich auch schon mittendrin im Thema. Auf den Tag genau vor 2 Jahren, am 6. Juni 2016, wurden hier, und das ebenfalls im Rahmen einer Veranstaltung des Berliner Dialogs der Weltanschauungen, Ergebnisse einer neuen repräsentativen MNET-Umfrage aus dem Frühjahr 2016 vorgestellt. Bestätigt wurde einmal mehr das Vorhandensein einer deutlichen Mehrheit von Konfessionsfreien in deutschen Großstädten, Berlin beispielsweise 61%, und eine hohe Zustimmung zu einer humanistischen Lebensauffassung, die sich beispielsweise im folgenden Satz ausdrückt: Ich führe ein selbstbestimmtes Leben, das auf ethischen und moralischen Grundüberzeugungen beruht und frei ist von Religion und Glauben an einen Gott. Mit der heutigen Veranstaltung wollen wir nun danach fragen, welche politischen Konsequenzen eigentlich aus einem solchen Befund für die Religions- und Weltanschauungspolitik in Berlin zu ziehen wären. Und wir wollen gleichsam diese Fragestellung auch noch ein wenig verschärfen. Denn die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hatte das Jahr 2016 zum Themenjahr gegen Diskriminierung aufgrund von Religion oder Weltanschauung erklärt. Die Bundesbehörde hatte dafür einen Auftrag für ein Gutachten zur Diskriminierung aufgrund von Weltanschauung ausgeschrieben. Gesucht wurde ein kundiger Wissenschaftler mit einschlägiger juristischer Expertise. Circa 30 Personen wurden von der Behörde angeschrieben, ungefähr 10 Angebote gingen ein und ausgewählt wurde schließlich Dr. Thomas Heinrichs. Und dieser hat das Gutachten erstellt und wie angekündigt ist er heute auch hier. Die zweite Frage lautet also: Gibt es in Deutschland Diskriminierung aufgrund von Weltanschauung? Bevor ich Ihnen kurz Dr. Heinrichs vorstelle, möchte ich schon einmal die anderen Podiumsteilnehmerinnen begrüßen. Moderieren wird unser Podium Angelika Kalvas, den meisten von Ihnen sicherlich bekannt aus Funk und Fernsehen, manch einem vielleicht auch von ihrem Auftritt auf dem Humanistentag oder aber durch ihr Buch Was am Ende zählt, mein Umgang mit dem Tod für ein erfülltes Leben. Herzlich willkommen, Frau Kalvas. Ferner haben auf unserem Podium schon Platz genommen, ich fange von Ihnen aus gesehen rechts außen an, Frau Ölka Radziwill, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses SPD, dann Frau Bettina Jarasch, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, ebenfalls Bündnis 90 Die Grünen, dort Sprecherin für Religionspolitik, und Regina Kittler, ebenfalls Berliner Abgeordnetenhaus, Partei Die Linke. Herzlich willkommen, auch Sie drei. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend hier sind, sich Zeit genommen haben, und Frau Kalvas wird Sie gleich, wenn es dann soweit ist, noch näher vorstellen. Nun aber zu unserem Impulsreferat. Dr. Thomas Heinrichs wird Ergebnisse seiner Studie Weltanschauung als Diskriminierungsgrund, Begriffsdimensionen und Diskriminierungsrisiken vorstellen und daran anschließend konkrete politische Forderungen für Berlin. Thomas Heinrichs ist Philosoph, Rechtsanwalt und Mediator. Er arbeitet und publiziert seit vielen Jahren zu den Themen Weltanschauung und Humanismus, dies sowohl zu politischen wie auch zu juristischen Fragen. Ferner ist er Mitglied im Präsidium des Humanistischen Verbandes und der Humanistischen Akademie. Herzlich willkommen, Thomas Heinrichs, und damit übergebe ich das Wort. Ähm,
Dankeschön für die Einladung und für die angenehme Ankündigung. Ich werde hier die Studie jetzt nicht so intensiv vorstellen, denn es würde ein bisschen lange dauern. Ich werde mich auch auf Berlin beschränken mit dem, was ich sagen werde und im Wesentlichen aus der Studie abgeleitet ein paar Forderungen stellen und ein bisschen Kritik üben, denn auch in Berlin gibt es immer noch Diskriminierung der Weltanschauung, obwohl die Situation hier aus diversen Gründen besser ist als bundesweit. Es liegt einerseits daran, dass es hier, wie erwähnt, sehr viele Konfessionsfreie gibt. Es liegt auch daran, dass wir hier beim Ethikunterricht, beim Religions- und Lebenskundeunterricht eine Sondersituation haben, sodass bestimmte Probleme sich nicht stellen. Aber dennoch ist es auch in Berlin so, meiner Auffassung nach, dass die Weltanschauungen benachteiligt werden in einigen Aspekten. Das Grußwort von Herrn Lederer hat ja darauf hingewiesen, dass einer dieser Punkte, den man als Benachteiligung sehen kann, nämlich die Verleihung der Körperschaftsrechte, inzwischen hier nicht mehr vorliegt. Aber ein anderer Punkt, der in meiner Studie auch am Rande angesprochen wird, liegt immer noch vor und der betrifft dieses Veranstaltungsformat, in dem wir uns hier befinden. Ein Veranstaltungsformat, wo der Dialog der Religionen abgetrennt wird vom Dialog der Weltanschauung, ist meines Auffassens nach diskriminierend für die Weltanschauung. Denn warum ist das Ganze gemacht worden? Es gibt hinsichtlich der Religionen ein erhöhtes Konfliktpotenzial, das nimmt zu. Man hat gesagt, man muss jetzt einen Dialog einführen und an diesen sozial relevanten Debatten werden die Weltanschauungen nicht beteiligt. Wir haben eigentlich als Weltanschauung untereinander keine wirklich ernsthaften Konflikte und keinen wirklich relevanten Dialogbedarf. Den Dialog müssen wir mit den Religionen führen. Und wenn man uns da ausschließt und das separiert, dann ist das eine Benachteiligung. Und es ist natürlich auch so, dass auch die Weltanschauungen von den Religionen diskriminiert werden. Es gibt, die Studie wurde hier erwähnt, natürlich auch zunehmend wieder den Fall, dass religiöse Menschen Atheisten und Agnostiker als minderwertig ablehnen. In dieser Studie war zum Beispiel auch die Frage drin, ob man schon mal sich benachteiligt gefühlt hat wegen der Konfessionsfreiheit, also wenn man nicht religiös ist. Und da gab es einen klaren Schwerpunkt in der jüngsten Altersgruppe von 14 bis 29. Da gab es viel mehr Antworten als in Altersgruppen zusammen. Und das ist vermutlich zurückzuführen auf schulische Erfahrungen, ja, weil da nimmt es zu und da werden eben nicht nur bestimmte Religionen diskriminiert, sondern auch Leute, die gar keine haben. Und wenn man dann solche Foren teilt und hier einen Dialog macht, den man eigentlich nicht braucht und auf der anderen Seite den sozial relevanten Dialog und uns daran nicht teilnehmen lässt, dann halte ich das für ein diskriminierendes Veranstaltungsformat und hoffe, dass das dieses Jahr das letzte Mal ist, dass man das so auseinandergenommen hat. Okay, wie sieht es aus? Was sind so die Schwerpunkte, wo man sagen kann, da gibt es eine Benachteiligung? Also eins der Grundprobleme ist die Kirchenförmigkeit, nenne ich das mal so, unseres Religions- und Weltanschauungsrechts. Es ist so, alle Religionen und Weltanschauungen werden immer am Muster der Kirchen gemessen. Kirche ist aber eine sehr spezielle Organisationsform für Religionen. Sie ist hochbürokratisch, sie hat klare Mitgliederstrukturen, sie hat eine klare Hierarchie und sie unterscheidet sich darin eigentlich von allen anderen Religionen und Weltanschauungen, die nicht so organisiert sind. Wenn man die aber als Muster anlegt, dann sagt man zum Beispiel, okay, die Bedeutung einer Religion oder Weltanschauung messen wir nach den formalen Mitgliedschaftszahlen. Wie viel hat der humanistische Verband? 14.000. Na, das ist ja ein ganz kleiner Popelverein, den gibt es eigentlich gar nicht. Aber man muss nicht in den humanistischen Verband eintreten, um Humanist zu sein. Man muss auch in keinen islamischen Moscheeverband eintreten, um Muslim zu sein. Man muss auch nicht in den Buddhismus e.V. eintreten, um Buddhist zu sein. Aber um Christ zu sein, da muss ich in die Kirche eintreten. Das ist aber ganz speziell für Kirchen und ganz untypisch für alle anderen Religionen und Weltanschauungen. Und es wird bei den Muslimen auch selbstverständlich akzeptiert. Also niemand zählt die Muslime in Berlin nach der Zahl der Vereinsmitglieder. Dann kämen wir nämlich auf Zahlen, die weit, weit unter den vermuteten 300.000 Muslimen liegen. Denn die Moscheevereine haben vielleicht 10% davon als Mitglieder. Aber bei den Humanisten macht man das so. Und dann fängt man an, uns klein zu rechnen. Wenn man mal realistisch das aber betrachtet und fragt, wie groß ist denn die Zahl der Angehörigen der humanistischen Weltanschauung und da nach ein paar Parametern geht, nach denen man das ganz gut schätzen kann, dann kann man die Zahl der Leute, die am Lebenskundenunterricht teilnehmen, nehmen. Man kann die Zahl der Menschen, die die Jugendfeier besuchen, nehmen. Und dann haben wir Zahlen, die liegen ungefähr knapp unter dem, was auch die evangelische Kirche an Teilnehmern hat. Und wenn man das hochrechnet, würde man sagen müssen, die Zahl der weltanschaulich orientierten Humanisten in Berlin liegt so bei 500.000. Das ist eine realistische Zahl.
Und dann sieht es ganz anders aus als mit den 14.000 Vereinsmitgliedern. Und dass man immer noch dieses Kirchenmuster anlegt, ist einfach eine Form von Benachteiligung, denn wir sind keine Kirche, wir wollen auch keine sein, wir organisieren uns auch nicht so. Und das Bundesverwaltungsgericht hat schon 2005 völlig zu Recht gesagt, dass es zur Organisationsautonomie der Religion und Weltanschauung gehört, Zugehörigkeitskriterien festzulegen, die von formalen Vereinskriterien abweichen. Aber wenn man in die Debatte geht mit der Politik, mit der Verwaltung, kriegt man immer wieder zu hören, man sei so klein und unbedeutend. Und das ist einfach eine Form von Benachteiligung. Daran hängt jetzt ganz viel, weil das ist eigentlich, deswegen habe ich es etwas ausführlicher gemacht, weil das natürlich die Grundform ist, man redet uns klein, dann sagt man, weil ihr so klein seid, die Weltanschauungen sind so winzig, keiner hört da wirklich zu, muss man euch ja auch nichts geben. In Berlin werden jetzt ja an der Humboldt-Uni neue Religionslehrstühle eingerichtet, ein ganzes Institut wird neu aufgebaut, es gibt 11 Lehrstühle für die evangelische Kirche, 5 für die katholische, 5 für die Muslime und 0 für die Humanisten oder sonstigen Weltanschauungen. Eigentlich ein unhaltbarer Zustand. Ja? Und wenn man davon ausgeht, dass es 500.000 Angehörige der humanistischen Weltanschauung gibt, dann brauchten wir 8 Lehrstühle an der Humboldt-Uni. Damit auch wir, so wie die anderen relevanten Religionen, unsere Mitarbeiter auf Staatskosten ausbilden lassen können. Ja? Das kann ja nicht sein, dass man das den Religionen gibt und den Humanisten verwehrt. Ähnlich im Landesrundfunkrat. Auch da sind die Religionen alle vertreten oder könnten es zumindest sein, sind nicht alle besetzt, die Humanisten nicht. Aber der Landesrundfunkrat soll natürlich die weltanschaulich, die zivilgesellschaftlich relevanten Gruppen abbilden und wenn dazu auch Weltanschauungsgemeinschaften gehören, dann muss auch jemand von denen da drin sitzen. Ist aber bislang nicht der Fall. Auch Sendezeiten gibt es keine im Rundfunk für die Weltanschauungsgemeinschaften. Also auch da wird immer damit argumentiert, man sei so klein. Aber wenn man mal von dem Kirchenmuster abweicht und nach realistischen anderen Parametern sucht, wie man die Größe und Bedeutung bestimmen kann, wie man das bei den Muslimen ja auch macht, dann kommt man eben dazu, dass wir nicht so klein sind, sondern sehr groß und dass man uns auch entsprechend berücksichtigen muss. Dazu zählt natürlich auch die finanzielle Förderung. Also Religionen werden ja sehr stark gefördert. Es gibt einen Staatsvertrag in Berlin mit der evangelischen Kirche. Ich glaube, das sind jetzt so 9 Millionen im Jahr institutionelle Förderung. Der Humanistverband bekommt 0 institutionelle Förderung. Gar nichts. Ja, das passt alles nicht. Ja, das ist eine klare Benachteiligung und eine klare Ungleichbehandlung. Und da sagen auch nicht Verfassungsrechtler, das dürfe man machen. Da muss ich auf das Grußwort nochmal zurückgehen. Das stimmt einfach nicht. Verfassungsrechtler sagen zu Recht, Ungleiches muss man ungleich behandeln und Gleiches gleich. Das ist ein generell anerkannter Grundsatz. Und wenn wir tatsächlich nur 14.000 Humanisten in Berlin hätten, dann müsste man uns auch nicht 8 Humanistiklehrstühle zur Verfügung stellen. Aber wenn man von dieser Runterrechnerei abgeht und tatsächlich guckt, wie groß wir sind, dann muss man uns auch gleich behandeln. Wenn es 500.000 Humanisten in Berlin gibt, dann muss man uns auch so behandeln wie die evangelische Kirche. Das verlangt denn der Gleichbehandlungsgrundsatz und kein Verfassungsrechtler wird da irgendetwas anderes zu sagen. Und das würde natürlich bedeuten, dass wir auch entsprechend gefördert werden müssen. Das bezieht sich auf alle Ebenen, auch das wirkt sich auch in anderen Punkten aus. Der Lebenskundeunterricht und Religionsunterricht wird zu 90% gefördert. Das ist natürlich für eine Religionsgemeinschaft, die 9 Millionen einfach mal so für alles Mögliche kriegt, viel leichter, dieses 10%-Defizit auszugleichen, als für den humanistischen Verband, der das nicht bekommt. Das ist für uns eine Wachstumssperre. Ja, wir haben große finanzielle Probleme, das Wachstum, was es gibt, zu finanzieren. Wir müssen das ständig zuschießen und je mehr es sind, desto mehr müssen wir zuschießen. Und wenn wir keine institutionelle Förderung kriegen und andere bekommen die, dann ist das für uns viel schwieriger, dazu zu schießen, als für die anderen. Bei diesen Förderungssachen noch so ein Randaspekt, wird immer über Staatsverträge geredet. Also ich bin ein klarer Gegner von Staatsverträgen. Man muss Verwaltungsverträge abschließen mit allen Religionen und Weltanschauungen, wo es einen Regelungsbedarf gibt. Staatsverträge sind eine ganz seltsame Konstruktion. Ich glaube, keiner weiß so richtig, warum die so heißen. Ich kann das mal erklären. Sie heißen so, weil die Kirchen, die zuerst diese Verträge abgeschlossen haben, sich nicht als Untergliederung unseres Staates verstehen, sich nicht als Teil der Zivilgesellschaft verstehen, sondern der Auffassung sind, dass sie mindestens auf einer Ebene mit dem Staat stehen. Denn Staatsverträge schließen nur Staaten untereinander ab. Und zwar deswegen, weil sie ja ihre Macht von Gott haben. Und Gott steht ja über dem Staat. Ist ja logisch.
Deswegen sind sie auf einer Ebene. Das ist natürlich eine absurde Konstruktion, und indem der Staat Staatsverträge abschließt, bestätigt er gewissermaßen diese absurde theologische Konstruktion und macht sie sich zu eigen. Das ist ein Verstoß gegen die staatliche Neutralität. Also Staatsverträge sind nach meiner Auffassung aufzukündigen, und dann muss man Verwaltungsverträge machen, die klare Über-Unterordnungsverhältnisse haben, und wo da Bedarf besteht, muss man regeln. Dann gibt es das Problem mit den Staatsakten, auch das bessert sich in Berlin gerade, dass häufig in Staatsakten religiöse Veranstaltungen, also Gottesdienste, gemacht werden. Als es 98% Christen in der Bundesrepublik gab, war das kein Problem. Nur so ist die Welt ja nicht mehr. Und viele Leute fühlen sich dadurch überhaupt nicht mehr repräsentiert. Auch da muss man neutrale, andere Formen finden, in denen sich alle Bürger repräsentiert finden können und nicht nur die Mitglieder der christlichen Kirchen. Dann kann man auch am Rande darauf hinweisen, dass auch Berlin, das könnte man auch landesweit machen, eben mal den Einzug der Kirchensteuer durchs Finanzamt beenden könnte. Das ist nicht verfassungsgemäß. Die Verfassung gibt das nicht her. Und es ist natürlich auch eine Privilegierung, dass von einer privaten, zivilgesellschaftlichen Organisation die Mitgliedsbeiträge durch den Staat eingezogen werden. Also auch das ist eine Konstruktion, wo man sagen muss, das ist eigentlich mit staatlicher Neutralität nicht vereinbar. Warum gibt es alle diese seltsamen Konstruktionen, diese Benachteiligung der Weltanschauung? Das ist eigentlich ja die interessantere Frage, denn man muss dann über die Gründe reden, wenn man die Folgen beseitigen möchte. Da gibt es natürlich mehrere. Zum einen sind Staat und Kirchen in einem jahrhundertelangen historischen Prozess gemeinsam gewachsen, sind sehr ähnlich von ihren Strukturen, deswegen sind die Kirchen so bürokratisch, sind sehr eng verzahnt. Es gab ja ein Staatskirchentum, was heute noch im Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts sich so in Resten mitschleppt, natürlich auch in der Kirchensteuer sich in Resten mitschleppt. Es gibt noch diese alten Regelungen über die Ablösung der Kirchengüter. Auch das schleppt sich in vielen, vielen finanziellen Unterstützungen noch mit. Es gibt uralte Kirchenbaulasten für den Staat. Also es ist ein langer historischer Prozess, in dem Kirche und Staat eng verzahnt waren. Und das nimmt man nicht mal einfach so in einem Jahr auseinander. Das ist ganz klar. Das besteht noch. Und da muss man einfach sehen, dass das einfach ein Vorteil für die Kirche ist. Und ein Prozess, das abzubauen. Neben dieser institutionellen, historisch bedingten Verknüpfung gibt es natürlich auch enge persönliche Verknüpfungen, gute Lobbyarbeit der Kirchen, die sich da, sind ja auch finanziell gut aufgestellt, gut einbringen. Es gibt auch enge politische Verknüpfungen, das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben ja auch hier im Podium jemanden sitzen, der laienkirchlich sehr aktiv ist. Dagegen ist grundsätzlich gar nichts einzuwenden. Ja, das versuchen wir ja als Humanisten auch, in der Politik Leute zu finden. Es muss nur eine gewisse Repräsentation der Bevölkerung auch noch da sein und nicht irgendwie ein Schwerpunkt, der dann dem Durchschnitt der Bevölkerung nicht mehr entspricht. Dann wird es problematisch, denn verständlicherweise, das ist menschlich, versucht jeder für seine Organisation was rauszuholen. Dafür sitzt er ja auch in der Politik. Sie soll ja auch die zivilgesellschaftliche Vielfalt abbilden. Und wenn sie das aber nicht tut und es einen Schwerpunkt gibt in Politik und Verwaltung von Leuten, die kirchennah sind, dann ist das auch ein Diskriminierungsrisiko. Dann ist natürlich das Verhältnis von Religion und Weltanschauung ein Konkurrenzverhältnis. Wir konkurrieren um Gelder, wir konkurrieren um Schüler im Lebensgrundunterricht, wir konkurrieren um sozialen Einfluss, das ist ganz klar. Und natürlich versucht man, die Konkurrenz klein zu halten. Das ist auch ganz normal. Aber man muss halt eben schauen, dass die staatlichen Grundparameter einer Neutralität und Parität des Staates dabei nicht verletzt werden. Und dann muss man, glaube ich, auf einen wesentlichen Punkt kommen. Das Verhältnis Religion und Weltanschauung ist nicht so ganz einfach. Also ich würde mal sagen, die Weltanschauungen sind für die Religion so eine Art Kränkung. Sie entstehen im 19. Jahrhundert aus einer Krise der Religionen und entstehen mit dem Anspruch, den ich zumindest gegenüber den Religionen im 19. Jahrhundert für völlig berechtigt halte, dass man sagt, die Religionen sind ein überholtes Modell, wir brauchen ein anderes Modell, ein überholtes Modell, die Religion. Wir brauchen für die Prozesse der Verständigung über Sinn und Zweck des menschlichen Lebens, über Moral und Werte, an denen wir uns orientieren sollen, andere Prozesse, andere Organisationsformen, die mit einer demokratischen, modernen Gesellschaft vereinbar sind. Wir können nicht hingehen und sagen, Gott hat uns das gesagt, Punkt.
So ist unsere Gesellschaft nicht mehr. Wir diskutieren darüber, das ist offen, diese Gespräche. Wir können das durch Abstimmungen entscheiden. Und da passt einfach ein Modell, wo es irgendeine externe autoritäre Instanz gibt, die uns das einfach vorgibt und wo es nichts zu diskutieren gibt und nichts durch Mehrheitsentscheidungen zu bestimmen, das passt nicht mehr für diese Prozesse. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man den Religionen sagt, ihr seid einfach gesellschaftlich überholt. Es ist auch ein persönliches Problem, weil auch Gründe steckt da auch der Vorwurf drin zu sagen, ich formuliere das jetzt mal etwas flapsig, hey, werd mal erwachsen, steh mal für dein Leben selbst an, für deine Entscheidungen. Sag nicht immer, da steht jemand hinter mir, der hat mir gesagt, ich muss es so machen. Nein, du hast dich entschieden, es so zu tun. Und dieses strukturelle, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt persönlich irgendwelche Leute angreifen, dieses strukturelle Argument ist für die Religion ein ernsthaftes Problem. Das muss man so sehen. Deswegen sind sie nicht gerade glücklich über die Weltanschauung. Andererseits ist es aber so, dass die Religionen auch die Weltanschauung natürlich kränken und diskriminieren, denn das Standardargument, was da immer kommt, ist, ohne Gott keine Moral. Noch die Pro-Reli-Kampagne hat ja hier in Berlin vor ein paar Jahren groß plakatiert, keine Werte ohne Gott. Sind alles gottlose Subjekte, moralisch minderwertig und die Gesellschaft braucht die Religionen, denn moralische Integration ohne Gott kann gar nicht funktionieren. Das ist immer das Argument, womit dann auch durch die politische Ebene argumentiert wird, Integrationsprozesse müssen religiös gestaltet werden. Das stimmt nicht. Das können die Humanisten oder die anderen Weltanschauungsgemeinschaften genauso gut und so, ich würde sogar sagen, für eine demokratische Gesellschaft besser. Wir haben auch kein Desintegrationspotenzial, wie das viele Religionen haben. Wir haben auch kein Konfliktpotenzial. Also ich kann nur sagen, Weltanschauungen sind auch nach meiner Auffassung das bessere Modell für eine demokratische Gesellschaft. Die Religionen können sich weiterentwickeln, das ist klar. Ob sie dahin kommen können, wirklich mit demokratischen Strukturen kompatibel zu sein, ist eine spannende Frage. Der deutsche Protestantismus geht sehr weit in diese Richtung. Dann kann man sich aber langsam auch fragen, ist das noch eine Religion? So. Nun sage ich noch einen Satz zum Abschluss. Es ist ja immer so, niemand will diskriminieren. Das betrifft ja nicht nur die Religion und Weltanschauung, auch alle anderen Gruppen. Niemand sagt, ich diskriminiere die Frauen, ich diskriminiere Behinderte, ich diskriminiere Schwarze. Das gibt immer Gründe. Wenn Sie einen Rassisten fragen, diskriminierst du Schwarze, wird er sagen, ich habe nichts gegen Schwarze. Aber die sind nun mal nicht so intelligent wie Weiße. Ja? Oder wenn man irgendeinen Macho fragt, ob er Frauen diskriminiert, wird er auch sagen, nein, aber es ist doch die Natur der Frau, Kinder zu kriegen und Haushalt zu führen. Und so ist das bei den Religionen und Weltanschauungen auch. Und wenn man die Vertreter oder die Befürworter von Religionen fragt, ob sie Weltanschauungen diskriminieren, sagen alle, nein, natürlich nicht. Wir haben nichts gegen Weltanschauungen. Nur die sind eben nicht so wichtig und bedeutend für die Religion und für die Gesellschaft. Und ich hoffe sehr, dass dieses falsche und diskriminierende Argument langsam im politischen Diskurs nicht mehr auftaucht. Also herzlichen Dank erstmal für die Hilfe. Ja, vielleicht erstmal auch herzlichen Dank Ihnen, Herr Heinrichs, für das sehr informative, sehr, muss auch sagen, sehr gut vorgetragene, manchmal für mich vom Tempo her nicht so ganz fassbare Vortrag, aber ich habe mich bemüht und ich werde das jetzt zusammenfassen, versuchen zusammenzufassen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viel von Ihnen hier jetzt so in der Sache drin sind. Wer von Ihnen ist denn sehr intensiv, das möchte ich einfach für mich auch wissen, mit den Fragen beschäftigt? Also wer von Ihnen würde sich eben als Humanist bezeichnen, im allerweitesten Sinne? Und, oder wer ist so in der Sache drin, dass man einfach so anfangen kann, wie wir das jetzt gerade inhaltlich gesehen haben? Auch sehr schön. Also eine große Gruppe, würde ich sagen. Und die anderen werden sich sicherlich einfinden. Ja, das Thema Berlin Religion First, das soll ja wahrscheinlich heißen, dass die Religionen an erster Stelle stehen und die humanistischen oder die anderen nicht religiösen Gruppierungen zweitrangig sind.
Wir sitzen nun hier auch mit politischen Vertreterinnen. Mich schon gewundert, lauter Damen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Na gut. Na. Ne, ich finde auch. Ne, also wir haben ja auch lange genug gekämpft, ne, damit wir gehört werden, nicht als körperlichen, also als Körperschaften des öffentlichen Rechts, aber als Menschen. Also insofern sitzen wir wahrscheinlich hier ganz richtig. Ne? Also ich darf erstmal begrüßen und vielleicht Sie auch bitten, sich selbst ein bisschen vorzustellen. Zu meiner Rechten, Frau Kittler von den Linken. Zu meiner Linken, zu meiner Linken, Frau Jarasch von den Grünen. Und von meiner ganz Linken, Frau Radziwill von der SPD. Ja? Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Sie, aber natürlich kennen Sie, schätze ich mal, Herrn Heinrichs. Hm? Nicht persönlich. Ja, das können Sie jetzt nachholen, aber ich meine, aber Sie kennen wahrscheinlich seine Papers. Hm? Ja, ja? Okay. Also vielleicht fange ich einfach mal an. Bei Ihnen. Zu der grundlegenden Frage, also würden Sie auch so sagen, dass die weltanschaulich tätigen Gruppierungen benachteiligt werden vom Senat oder ich meine nicht nur hier in Berlin, sondern man kann auch sagen in ganz Deutschland und wie Sie das bewerten würden und was Sie jetzt momentan sagen würden, wo Ihre Position diesbezüglich ist, also was jetzt auch die Wünsche an den Senat sind. Das ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber... Also ich würde erstmal prinzipiell ja sagen. Ja, es gibt eine strukturelle Diskriminierung für Konfessionslose insgesamt. Ich bekenne mich gleich mal, ich bin Atheistin. Ja? Was vielleicht bei der Linken eher in der Mehrheit so ist, aber nicht vollständig, wie man weiß. Also wir haben ja sogar einen konfessionsgebundenen Ministerpräsidenten in Thüringen von der Linken. Und mit dem können wir übrigens ganz gut. Also es ist jetzt kein Problem für mich, aber die hier genannten Diskriminierungstatbestände, die würde ich erstmal so bestätigen. Ja, die gibt es. Und es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis wir die beseitigt haben. Aber ich würde schon sagen, dass das eine Zielstellung sein muss. Also Klaus Lederer hat es ja schon ausrichten lassen. Also wir haben ja zumindest jetzt endlich es geschafft, auf den wiederholten Antrag immerhin aus dem Jahr 2014 endlich zu reagieren und sie als Körperschaft des öffentlichen Rechts anzuerkennen. Das finde ich erstmal ist ein ganz wichtiger, grundlegender Schritt, den Rot-Rot-Grün hier gegangen ist. Und ich hoffe, dass das auch entsprechend zur Kenntnis genommen wurde. Wenn wir überall schon so weit wären, könnten wir uns auch viel schneller den anderen Problemen zuwenden. Wie intensiv soll ich denn jetzt auf die einzelnen Punkte eingehen? Also vielleicht gehen wir erstmal generell, so wie Sie sich jetzt positioniert haben, auf Ihre Kolleginnen oder Mitstreiterinnen ein und dann, denke ich, werden wir den einzelnen Punkten uns zuwenden, ja? Mhm. Nachdem ich hier schon geoutet worden bin von meinem Vorredner, kann ich gleich mal sagen, ja, ich beschäftige mich sehr intensiv mit den Fragen, über die Sie heute sprechen. Ich habe die Grüne Religionskommission geleitet. Als Katholikin übrigens, eine Religionskommission geleitet, die sich mit dem Verhältnis von Religionsgemeinschaften, Weltanschauungsgemeinschaften und Staat beschäftigt hat, weil wir eben erkannt haben, nicht nur, dass es immer mehr Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften gibt, also immer mehr Pluralität, sondern eben auch immer mehr Menschen, die gar keiner Religion und auch gar keiner Weltanschauung angehören und das auch nicht wollen. Und dass das beides Phänomene sind, auf die die Politik gefälligst zu reagieren hat, weil die Gesellschaft sich verändert und Politik und auch Recht, das Rechtssystem natürlich gut beraten sind, wenn sie dann darauf reagieren und sich auch entsprechend verändern. Und damit bin ich aber schon bei einem Punkt, das muss ich Ihnen jetzt schon ein bisschen zurückgeben, Herr Heinrichs, und auch Ihnen. Ich bin keine Humanistin nach Ihrer Definition, weil sich das ja vermutlich ausschließt. Ich beschäftige mich intensiv mit den Fragen als Katholikin. Das geht also zusammen. Und für jemanden, der so viel
gegen die Diskriminierung von Menschen, von Weltanschauungsangehörigen oder von Menschen, konfessionsfreien Menschen kämpft, wie Sie das tun, finde ich schon schwierig. Wenn Sie dann aber gleichzeitig sagen, ja, also ob Religionen überhaupt demokratiefähig sind, muss man ja mal noch sehen. Auf jeden Fall sind Weltanschauungen die besseren für Demokratie geeigneten Gemeinschaften. Ich bin keine Diskriminierungsexpertin, aber wenn ich das unseren Diskriminierungsexperten vorlege, würde ich mal sagen, Vorsicht, Vorsicht. Wenn Sie von Diskriminierung wegkommen wollen, dann wäre es gut, wir würden endlich mal zu Gleichbehandlung hinkommen und jetzt nicht Diskriminierung mit Diskriminierung in den Wettbewerb eintreten. So. Dankeschön. Ich glaube nämlich auch tatsächlich, das ist auch politisch und gesellschaftspolitisch der richtige Weg, denn wir sind eben nicht, auch das hat Habermas, den Sie ja zitieren in Ihrer Studie, schon lange erkannt, wir sind eben nicht nach Aufklärung und Säkularisierung, über die übrigens inzwischen auch Kirchenmitglieder gottfroh sind, kann ich Ihnen mal sagen. Niemand von uns möchte zurück in die Zeiten von Staatskirche. Für eine Frau in der katholischen Kirche ist es definitiv keine schöne Vorstellung, wenn wir eine Staatskirche hätten, nur mal, um das mal klar zu machen. Ja? Aber auch Habermas hat erkannt, dass wir eben nicht in einer säkularen Gesellschaft in dem Sinne, dass alle erkannt haben, dass Religion irgendwas Voraufklärerisches ist, wovon man wegkommen muss, gelandet sind, sondern wir sind in einer postsäkularen Gesellschaft. Und das bedeutet, wir sind in einer Gesellschaft, in der es viele Menschen gibt, die Quellen für ihre moralischen Überzeugungen und ihre Lebenshaltung insgesamt nicht aus Religion oder Weltanschauung beziehen. Und wir haben ganz viele eben ganz unterschiedlich und immer weniger einzelne dominante Religionen, sondern immer mehrere und dafür werden die Großen kleiner. Das ist die Situation in Berlin und das ist die Situation in Deutschland insgesamt. Ich finde das begrüßenswert. Ich will auch nicht zurück zu den Volkskirchen. Ich finde es gut, dass auch die Kirchen sich da an diese Tatsache der Pluralität gewöhnen müssen. Natürlich tun die sich schwerer damit, weil es für sie ein Schrumpfen ist, während die anderen wachsen. Das muss man sich ja auch mal klar machen. Ich begrüße das, aber das bedeutet trotzdem, der Weg ist der Dialog miteinander und die Verständigung auf gemeinsame Ziele, die den Zusammenhalt in der Gesellschaft fördern. Es ist nicht ein Wettkampf darüber, wer besser ist, wer demokratiefähig ist und wer es nicht ist. Und es ist definitiv, glaube ich, sollte es kein Wettkampf sein um die, die überhaupt in dieser Gesellschaft sein dürfen und die, die es nicht sein dürfen. Außer sie vergreifen sich an den Grundrechten anderer. Dann rote Linie. So viel erstmal ganz grundsätzlich zu der Haltung, in der ich gerne über dieses Thema reden würde. Und dann würde ich mich sehr freuen, nachher noch über die einzelnen Positionen, die Forderungen, die Sie hier aufgestellt haben, und auch über Ihr Gutachten zu sprechen. Vielen Dank. Ich begrüße die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Eine sehr spannende Thematik, über die es sich lohnt, aus meiner Sicht regelmäßig zu sprechen. Ich habe die Zahlen, die Sie hier vorgetragen haben, dass Sie glauben oder davon ausgehen, hochrechnen, dass es bis zu 500.000 Mitglieder sein könnten oder die sich dazu bekennen könnten, höre ich jetzt zum ersten Mal. Aber ich kann es auch nachvollziehen. Also es überrascht mich in gewissermaßen schon ein bisschen, aber wenn man sich anschaut, wie Religion im Wandel ist, und da gibt es ja auch ein paar schöne Statistiken, mein Büro hat mir mal eins ausgesucht hier, Glaube im Wandel, da sieht man ganz klar, wie von 1970, wo Konfessionslose damals noch mit 3,9% angegeben wurden in Berlin, jetzt auf 36, das ist komplett in Deutschland, nicht in Berlin, Berlin ist ja noch größer, auf 36% gestiegen ist. Und Berlin, da gebe ich meiner Kollegin hier recht, ist ja nochmal ein ganz spezielles Pflaster, was Religion angeht anscheinend. Und ich finde, wir müssen uns insgesamt, ob nun gläubig oder nicht, glaube ich, erstmal mit Respekt begegnen. Ich finde, es ist sehr wichtig, wenn man Ansprüche stellt, so ist Lobbyarbeit, das tun Sie heute hier bei der Politik. Sie haben sich ja auch nicht die CDU hier an den Tisch geholt oder in die Reihe und auch nicht die Liberalen. Ich weiß jetzt nicht, wer dieses Podium so zusammengestellt hat. Ich habe mir überlegt, was sage ich sozusagen hier, was kann ich als SPD-Mitglied mit in der Türkei geboren, in einem sehr
modernen muslimischen Haushalt groß gewachsen, wo immer die Parole war, Religion ist absolute Privatsache, das trägt man nicht nach außen. Bin verheiratet mit einem Protestanten, der ähnlich tickt in dieser Sache und sie sagen, wir haben hier Ansprüche. Ich glaube, ja, um diese Sachen muss man reden und man muss um beste Wege auch ringen. Ich glaube schon, dass viele Gruppen in Berlin Ansprüche stellen und auch stellen werden. Von Seiten der Muslime reden wir gerade darüber. Da will ich aber auch nochmal Ihren Punkt aufgreifen und das ist für mich auch wichtig, diese Frage Staatsverträge. Kann man sie mit allen Gruppen machen? Ich glaube nicht, dass man sie mit allen Gruppen machen kann. Ich glaube auch, dass man über die Begrifflichkeit durchaus nachdenken könnte. Ich persönlich, aus meiner persönlichen Sicht, nicht als Politikerin, sondern als Mensch, kann dieser Sichtweise durchaus was abgewinnen. Weil wir ja auch gewissermaßen diese Demokratie, die ist ja nicht vom Himmel gefallen, die haben wir uns erkämpft und deswegen glaube ich, kann man da durchaus was herleiten. Ich glaube aber auch, dass wir mit den, auch wie die Kirchen sich gewandelt haben, die haben ja auch eine ganze Menge, zumindest kann ich es von der protestantischen Seite eher nachvollziehen. Wir hatten ja auch das Lutherjahr, das hat ja nochmals für durchaus andere Erkenntnisse auch bereichernd gewirkt. Können wir, glaube ich, schon nachvollziehen, dass die Kirchen ja sich auch gewandelt haben und auch für das soziale Leben und das, was wir gemeinsam errungen haben, auch einen großen Teil auch mit beigetragen haben. Ich glaube, hier darf man nicht so herangehen, dass wir sagen, ja, die haben so viel und wir wollen genauso viel, sondern eben auch schauen, was meinen wir, wo wir benachteiligt werden. In dem Punkt, was Sie sagten hinsichtlich der Lehre, also Lehrstühle, glaube ich, haben Sie schon einen wunden Punkt gesetzt. Ich glaube, dass Berlin selber, so wie wir als Gesellschaft momentan sortiert sind, durchaus schon überlegen muss, ob sie sich das leisten kann, dort gar keinen Lehrstuhl für den humanistischen Bereich zu machen. Nun bin ich aber keine Wissenschaftssprecherin, politische Sprecherin. Ich werde aber den Punkt mal bei uns nochmal ansprechen. Ich glaube, da könnte man was bewegen. Bei den anderen Punkten, die Sie aufgeführt haben, wird es schwieriger. Und da gehen wir, glaube ich, nochmal ins Detail. Soweit von meiner Seite. Sie hatten sich gerade gewünscht, dass Sie noch ein Wort dazu sagen. Ja, ich wollte erstmal noch mal eine Ergänzung zu den Zahlen in Berlin machen. Also ich glaube mal, alle, die hier sitzen, die wissen das wahrscheinlich auch. Aber es sollte schon mal gesagt werden, dass es mindestens 2/3 der Bevölkerung in Berlin gibt, die keiner Konfession angehören. Und man geht ja durchaus auch davon aus, dass es durchaus auch 3/4 sein können, die nicht gläubig sind, weil selbst die, die in den Kirchen organisiert sind, also Mitglieder der Kirchen sind, eher zu einem gewissen Prozentsatz dort aus Tradition verharren und nicht unbedingt gläubig sind. Also das haben ja auch Untersuchungen durchaus nachgewiesen, sodass wir hier in Berlin auch wirklich eine ganz besondere Situation haben, der wir meines Erachtens bisher nicht wirklich gerecht werden. Also insofern zumindest auch für unsere Stadt, die sehr vielfältig ist und ja auch sehr vielfältig sein will, müssen wir hier, glaube ich, wirklich Veränderungen erreichen. Und wenn jetzt schon auf die einzelnen Punkte eingegangen wurde, das ist ein bisschen schwierig, also zumindest zu den Staatsverträgen würde ich schon ganz gerne noch was sagen wollen, weil das finde ich allerdings auch etwas kompliziert, weil wir wissen ja, dass die über die Staatsverträge auch mit den Kirchen sehr viele Aufgaben vereinbart wurden, die der Staat gegenwärtig nicht leisten kann. Und da muss man auch, finde ich, anerkennen, die Arbeit, die die Kirchen machen, die fürsorgerische Tätigkeit, die Hospiztätigkeit und so weiter. Also da fällt uns allen eine Menge ein. Da müsste man selbstverständlich mal drüber diskutieren, wie sich der Staat hier auch aus der Verantwortung genommen hat. Und zwar über eine sehr lange Zeit. Und wenn die Kirche diese Verantwortung trägt, die nicht einfach zu tragen ist, muss man das ebenfalls anerkennen. Ja, also zwei Sachen. Ich
gerade ganz kurz noch zu diesen Sozialarbeitsaspekten. Das macht der Humanistverband in großem Umfang ja auch. Wir haben auch Hospize, wir haben Sozialstationen, wir machen Kitas. Also das ist ja auch bei uns alles der Fall. Und das kann man durch Verwaltungsverträge regeln, soweit der Bedarf ist. Also das Ding muss nicht Staatsvertrag heißen. Das ist eine andere Konstruktion. Aber dass es Verträge geben muss über solche Punkte, das ist, finde ich, auch klar. Dann zu Ihnen. Also ich kenne die Studie von den Grünen, die ist sehr gut. Ich will auch gar keinen Kirchenkampf hier machen oder sowas in der Art, überhaupt nicht. Und habe ja auch gesagt, es ist eine strukturelle Sache und die Religion im 19. Jahrhundert war natürlich völlig anders und Religionen haben ein Entwicklungspotenzial, das ist ganz klar. Aber ich sehe auch immer mal wieder zu Grenzen, nicht, wenn hier der Bischof Koch sich zur Ehe für alle äußert und sagt, nein, Homosexuelle dürfen nicht, und zwar nicht nur die Christlichen, die Katholischen, sondern alle dürfen nicht, dann ist das, finde ich, schon ein bisschen ein Problem. Dann ist immer dieser Anspruch der Religion da, für alle Leute, seien sie in der Religion oder nicht, bestimmte Regeln aufzustellen, zu sagen, darüber können wir eigentlich nicht reden und nicht verhandeln, das muss so sein, Gott hat uns das vorgegeben. Und das finde ich immer noch so ein bisschen schwierig. Ja? Also das an der Stelle, wir mögen das ja anders sehen, glaube ich Ihnen auch, aber die eigentlich so richtig religiöse Position ist dann, glaube ich, wirklich die, die Bischof Koch sie äußert. Und wenn man das aufgibt, habe ich dann Probleme damit zu sagen, sind das denn noch Religionen? Das war ja mein Ding. Also ist der deutsche Protestantismus noch eine Religion? Ist das nicht eigentlich auch längst eine Weltanschauung? Da kann man ernsthaft drüber, ich weiß, es hört sich komisch an, aber ich finde, da kann man ernsthaft drüber diskutieren. Okay. Ist ja sie. Wird hier, glaube ich, auch so definiert, dass die Weltanschauung eigentlich der Oberbegriff ist und die Religion. Okay, Sie wollten. Darf ich? Also ich gebe zu, wir provozieren uns hier natürlich schön gegenseitig, aber ich will das gerne aufnehmen. Und ich möchte auch gerne noch mal was zu den Zahlen sagen. Also erstens, ich halte den Umgang der katholischen Kirche mit Homosexuellen, um das mal ganz deutlich zu sagen, ich halte das nicht nur aus Antidiskriminierungsgründen und als Grüne für falsch, sondern ich halte es auch als Katholikin für falsch, weil es meiner Meinung nach dem Geist des Evangeliums total widerspricht. So, das ist mal als persönliches Bekenntnis. Die meisten von uns, die gerade in solchen alten Organisationen, wie es Kirchen, aber auch Gewerkschaften und Parteien sind, ja, die immer noch da drin sind und immer noch Mitglied sind, haben ja so ihre einzelnen Reibereien an einzelnen Stellen. Und wir sind schließlich auch drin, um das zu verändern, wo wir drin sind. Jedenfalls ist das mein Weg. Ich war immer dafür, reinzugehen und was zu verändern, weil ich nicht an den Umsturz von außen glaube. So, und insofern werde ich nicht jede Position beschreiben. Trotzdem ist, wenn der Bischof das äußert, dann macht er letztlich Lobbyarbeit und nichts, und das wollte ich jetzt umgekehrt nur mal sagen, nichts hindert zum Beispiel den HVD daran, und das machen sie ja auch, genauso Lobbyarbeit zu machen. Und übrigens ist der HVD in der Berliner Politik und insbesondere in dieser aktuellen Koalition sehr gut vernetzt. Also so, es gibt nicht wirklich Grund, sich darüber zu beklagen. Ölke Radziwill hat schon zu Recht gesagt, das ist hier eine Art Lobbyveranstaltung. Sie machen Lobbyarbeit für ihre Zwecke und das dürfen sie auch. Ich finde nur, man sollte sich da nicht so laut drüber beklagen, wenn's alle in der Hinsicht sind sie einfach im Wettbewerb mit anderen Lobbyisten, um es mal ganz nüchtern zu sagen. Und so, und sie sollen das Recht haben, unbedingt das auf Augenhöhe zu tun. Ich würde gerne zu zwei, drei Stichworten, die genannt sind, etwas sagen. Zum Thema Zahlen noch mal was ganz Grundsätzliches. Gerade im Zuge dieser Kommission, von der ich hier schon erzählt habe und die in ihrer Studie ja auch öfters dankenswerterweise zitiert wird, also vielen Dank dafür tatsächlich. Da haben wir sehr viel drüber diskutiert, auch über die Frage, wie funktioniert die Repräsentanz von Menschen, die keiner Religion und Weltanschauung angehören. Und das bedeutet natürlich, die auch weder der zur Giordano-Bruno-Stiftung noch zum Bund der Freidenker und Konfessionslosen, der HVD oder sonst wohin gehören, die einfach Individualisten sind. Wie funktioniert deren Repräsentanz in der Gesellschaft? Und eins kann ich auch aus vielen Gesprächen mit dieser Art von individualistischen, konfessionslosen Menschen, die auch in unserer Partei, ja, von denen sehr viele gibt, sagen, die wollen nicht einfach vertreten werden vom HVD, indem sie die Zahlen hochrechnen und sagen, eigentlich sprechen wir für eine 500.000 Menschen in dieser Stadt. Also das musste ich schon mal sagen, sie sprechen für ihre Mitglieder und sie können politisch für eine Weltanschauung, sie können politisch natürlich für eine Weltanschauung, die einen größeren Anspruch hat, kämpfen. Aber
Sie können nicht einfach für Menschen sprechen, die sich nie entschieden haben, bei Ihnen Mitglied zu werden. Das finde ich tatsächlich schwierig. Sie können, wie gesagt, für eine humanistische Weltanschauung, die selbstverständlich nicht nur den Anspruch hat, jetzt für die 13.000 irgendwas Wertvolles auszusagen. Für die können Sie streiten. Ich möchte noch zwei Sachen trotzdem auch mal positiv anfügen. Lehrstuhl für Humanistik, das finde ich ganz grundsätzlich richtig, schon alleine, weil der humanistische Lebenskundeunterricht hier nach dem evangelischen Religionsunterricht die zweitmeisten Schüler hat, also mehr als zum Beispiel der katholische Religionsunterricht. Und ich natürlich finde, dass es dann auch eine universitäre Ausbildung der Lehrkräfte geben muss, genau wie für die anderen Anbieter auch. Das war ja immer eins der vielen Argumente, warum wir jetzt auch eine islamische Theologie an der Humboldt-Uni einrichten. Ich habe in dem Zusammenhang einen solchen Lehrstuhl gefordert, aber ich muss Ihnen auch sagen, auch da wieder, ich bin da relativ grundsätzlich. Ein solcher Lehrstuhl braucht ein bestimmtes, also der ein bekenntnisgebundener Lehrstuhl dann wäre, braucht ein Bekenntnis. Und ich habe darüber mit Herrn Schöttner und auch mit Frieda Otto Wolf schon lange diskutiert. Und die haben auch in solchen Gesprächen auch gesagt, ja, das ist der humanistische Verband gerade dabei zu entwickeln. Es ist nicht ganz einfach, das so eins zu eins von dem, was es ja schon lange gibt, nämlich den philosophischen Humanismus, der ja auch, ich habe Philosophie studiert, natürlich habe ich da viel über Humanismus gelernt, aber im Rahmen eines Philosophiestudiums und nicht in einem Bekenntnisgebunden, sondern also in einem säkularen Studium, jetzt nicht im Rahmen eines bekenntnisgebundenen Studiums an der Hochschule, an der Humboldt-Uni. Und insofern braucht es auch dafür etwas, was klar als ein humanistisches Bekenntnis so definiert ist, dass es dann auch so eine Ausbildung tatsächlich trägt. Mein letztes Gespräch war jedenfalls, sind wir dabei zu entwickeln. Insofern wollte ich auch nur da sagen, dass sowas ist an Voraussetzungen gebunden, damit es dann auch wissenschaftspolitisch trägt und hoch und was wir hier unternehmen. Dabei lasse ich es jetzt erstmal. Darf ich noch etwas sagen? Ja? Ich fände es vielleicht auch ganz interessant, wenn Sie noch mal aus der Studie, wo Sie von der Image-Studie etwas sagen würden, wo ja klar wurde, dass das humanistische Gedankengut oder das humanistische Bekenntnis im Grunde genommen auch akzeptiert wurde von sehr vielen Menschen, die andere Religionen angehörten. Das heißt, es gibt ja ein Bekenntnis, wenn man so will. Ja, der Humanismus als Weltanschauung ist natürlich eine Art von Bekenntnis, aber natürlich nicht im religiösen Sinne. Also wir haben nicht so wie Religionen ein Glaubensbekenntnis oder sonst was. Ja, auch nicht von der Form her vielleicht anders. Aber es ist natürlich nicht nur irgendwie eine Philosophie, mit der man sich beschäftigt, sondern es hat natürlich einen persönlichen Charakter. Ich stehe persönlich für irgendetwas ein. Ich definiere mich in einer bestimmten Weise. Ich habe auch eine Identität als Humanist, wie als Christ oder als Muslim. So, und insofern gibt es selbstverständlich eine weltanschauliche Fundierung dieses Humanismus. Den braucht man natürlich auch für den Lehrstuhl, gebe ich Ihnen völlig recht. Und ein Programm zu erarbeiten ist immer ein bisschen Aufgabe, das ist auch klar. Aber das können wir auch leisten. Nochmal, bevor ich auf den zweiten Punkt komme, zu den Zahlen. Also nochmal differenzieren. Ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die sagen, alle konfessionsfrei sind Humanisten. Das wäre totaler Blödsinn. Ja? Da gibt es viele, die haben mit uns überhaupt nichts zu tun. Aber man muss ja mal gucken, wer nimmt denn unsere weltanschaulich geprägten Angebote in Anspruch? Der humanistische Lebenskunde, das ist ein weltanschaulich geprägter Unterricht. Das weiß auch jeder, der sein Kind da hinschickt. Und wenn das über 60.000 Schüler machen, dann haben diese Schüler und Eltern eine humanistische Orientierung. Und wenn man in die Jugendweihe geht, also zumindest die, die an dem Vorbereitungsprogramm teilnehmen, das machen nicht alle, manche machen es auch so, aber zumindest die haben auch eine humanistische Orientierung. Und deswegen ist das mit den 14.000 Mitgliedern Unsinn, weil wir haben es auch in unserer Satzung drinstehen, wir dürfen das selber definieren. Ich sage nochmal, Bundesverwaltungsgericht 2005 hat das zu Recht entschieden, die Organisationsfreiheit in Weltanschauungsfragen umfasst auch, dass man selbst bestimmen kann, wer zu einem gehört und wer nicht und dass das nicht auf formale Mitgliedschaftsstrukturen beschränkt ist. Und wir haben drinstehen in unserer Satzung, dass alle Leute, die regelmäßig an unseren weltanschaulichen Angeboten teilnehmen, in unserem Sinne Angehörige unserer humanistischen Weltanschauung sind. Und wenn man dann von diesen Zahlen über 60.000 Schüler und diese 7.000 Jugendweihe oder sagen wir mal 1.500, die dann noch in das Programm gehen, mal hochrechnet, dann kommt man wirklich auf 500.000. Und das sind ja nicht die Konfessionsfreien in Berlin, denn die sind ja
61%, das sind ja dann fast 2 Millionen. Ja, das ist wirklich nicht die Zahl der Konfessionsfreien in Berlin, das ist ein Bruchteil davon. Aber es ist eine Zahl, die erheblich viel größer ist als diese 14.000 formalen Vereinsmitglieder. Dann noch zu Ihrem Aspekt mit dem Humanismus und, oder auch zu Ihrer Frage, kann man das vereinbaren, Humanismus, eine humanistische Position mit einer religiösen Position? Ich würde sagen, ein Stück weit auf jeden Fall. Ja, natürlich gibt es in Religionen humanistische Aspekte und Positionen. Die haben wir ja nicht allein für uns gepachtet. Es ist unterschiedlich, wie man das begründet, es ist unterschiedlich, wie man das umsetzt, wie man das lebt, aber natürlich gibt es humanistische Aspekte in allen möglichen Religionen und gerade das wäre für mich eben auch ein Aspekt zu sagen, dass der Humanismus auch in einem übergreifenden Sinne eine Integrationskraft hat, die auch die unterschiedlichen Religionen miteinander verbinden kann, weil sie alle irgendwie humanistische Aspekte in ihnen drin haben. Und auch da ist die Integrationsfähigkeit des Humanismus sehr groß und deswegen muss er auch an diesen Debatten, Dialog der Religionen, beteiligt werden. Ist das eine Antwort auf Ihre Frage? Ich hätte eine Antwort darauf, aber ich weiß nicht, ob Ulrike noch mal nicht. Dann, ja. Diesmal eine kurze Anmerkung. Ich nehme es dann wieder zurück. Du nimmst es, ich habe es dir extra gegeben, weil ich fair sein wollte. Danke. Nein, jetzt nur eine ganz kurze und sachliche Antwort. Ich habe die rote Nummer, wie das so schön heißt, aus den Haushaltsverhandlungen mitgebracht. Wir haben in Berlin den Dialog der Weltanschauungen neu eingeführt und finanziert, neben dem bereits seit ein paar Jahren eingeführten Dialog der Religionsgemeinschaften. Aber wir haben auch deutlich die Mittel erhöht für alle religions- und weltanschauungsübergreifenden Dialogprojekte. Die haben wir deutlich erhöht. Ich kann Ihnen das gerne nachher in die Hand drücken oder auch vorlesen, aber das ist jetzt gar nicht nötig. Damit wollte ich nur sagen, es kommt nur auf die Initiativen an. Und meine Einschätzung ist, wenn es darum geht, einen gemeinsamen humanistischen Kern praktisch zu suchen und aus diesem Kern heraus zu überlegen, was wir für diese Stadt tun können, dann kriegen Sie sofort ein Projekt und Sie kriegen auch sofort Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften an einen Tisch. Und deswegen würde ich nochmal sagen, nicht nur über Diskriminierung reden, hier gibt es starke Akteure, Sie können einfach machen. Die Rahmenbedingungen sind nicht so schlecht, um solche Dinge, wie Sie da zu Recht einfordern, auch anzugehen. Ich glaube, wir sollten das laut machen, sonst kriegt das Publikum das nicht mit. Ja, ich habe gesagt, also wenn Sie jetzt sagen, in Berlin ist die Situation gut, ja, wir reden heute natürlich auch über Berlin. Gott sei Dank ist sie hier gut, ne, um es mal so zu sagen. Und ich glaube mal, da ist die jetzige Regierung nicht ganz unbeteiligt daran. Und das sollten wir auch ausnutzen, auch in den nächsten Monaten und Jahren sollten wir das ausnutzen und uns gemeinsam auf diesen Dialog begeben. Und sie hat es eben schon gesagt, also wir haben dafür zumindest gute Voraussetzungen geschaffen. Ob die ausreichend sind, muss man schauen. Also auch da, glaube ich, muss man noch ein bisschen nachbessern. Aber der Anfang ist doch jetzt wirklich gemacht und ich glaube auch gar nicht, dass wir so weit da auseinander sind. Also, weil ich meine, so wir drei, wie wir hier sitzen, also wenn man uns sagen würde, wir würden nicht die humanistischen Grundwerte vertreten, dann wäre das wirklich eine Beleidigung für uns alle drei, weil selbstverständlich tun wir das. Und wir müssen es gegenwärtig umso mehr in diesem Abgeordnetenhaus, in dem wir uns bewegen, beweisen, immer wieder, weil es gibt durchaus Feinde des Humanismus in diesem Abgeordnetenhaus. Also, was ich jetzt gerade eben gehört habe, ist dieser runde Tisch des Dialogs der Religion, also offenbar erweitert ist und damit auch Weltanschauungen, auch damit Vertreter des Humanismus dort willkommen sind. Habe ich das richtig verstanden? Hm? Also ich weiß nur, dass der mehr Geld bekommen hat. Ich organisiere diesen runden Tisch nicht, aber ich kann mir das nicht anders vorstellen in einer rot-rot-grünen Koalition, sagen wir es mal so rum, und mit der Realität, die wir in dieser Stadt haben, wäre das eigentlich nur ein richtiger Weg, der dann eigentlich gegangen werden müsste. Und wir werden sicherlich dazu beitragen, dass die dafür Verantwortung tragen, auch diesen Weg gehen können. Dafür werden wir drei sicherlich werben.
Aber es gibt ja viele runde Tische. Sie sprechen jetzt von dem offiziellen großen runden Tisch, der sozusagen landesweit hier in diesen Räumlichkeiten irgendwo stattfinden wird. Aber ich finde, es ist viel wichtiger, wenn wir sozusagen das Zusammenleben in dieser Stadt gemeinsam friedlich gestalten wollen, dass wir viele runde Tische in den Kiezen haben. Da, wo Menschen zusammenkommen, da, wo sozusagen Vertrauen wachsen soll, da, wo Verständnis organisiert werden muss, da, wo das Zusammenleben in den Kiezen organisiert werden muss. Und da, glaube ich, gibt es auch sehr viele gute Beispiele. Also zum Beispiel jetzt aus meiner Fraktion, unser Fraktionsvorsitzender, Herr Salih, hat schon sehr früh angefangen, Spandau mit seinem runden Tisch der Religion. Und der hat immer die Humanisten, soweit ich zumindest informiert bin, mitgenommen. Der nimmt auch ganz andere Kreise mit. Da würden wir manchmal sagen, okay, muss das sein. Aber das ist Dialog. Da passiert es. Und es passiert auch in anderen Bereichen. Also viel wichtiger ist, glaube ich, und das ist vielleicht auch die Stärke, die Sie ja als humanistischer Verband nochmal reinpacken können, zeigen Sie auch, wie andere Wege möglich sind. Auch den Dialog auf sehr unterschiedlichen Wegen sozusagen mitzusuchen. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke der Humanisten. Also Sie haben ja eine ganze Menge in diese Gesellschaft auch mit hineingetragen. Und das ist ja auch irgendwo ein Stück weit, sagen wir mal, auch Kit von vielen. Und da kann man sehr selbstbewusst mitarbeiten, finde ich. Und nochmal zu den Zahlen, ob das jetzt nur 500.000 sind oder 200.000 sind. An den Zahlen, die Sie eben sagen, wenn 60.000 Kinder diesen Unterricht besuchen, dann ist das eine Größenordnung. Über die muss man dann nicht mehr sozusagen, denke ich, reden. Das ist schon mehr als 10.000. Also zumindest in meinem Empfinden, weil vorhin diese Zahl 10.000, ja, nein, nur Mitglieder. Genauso ist es doch auch bei denen, wenn wir bei den Katholiken teilweise gucken, da sind auch Leute drin, die sagen, na, eigentlich wäre ich schon längst ausgetreten, wenn das Austrittsszenario und die Kosten da nicht so hoch wären. Oder gibt Protestanten, die sagen, ich bin eigentlich Protestant und gläubig, bin aber nicht in der Kirche. Das heißt, die Zahlen sind da, glaube ich, immer, da gibt es immer eine Grauzone und immer so ein Kreis um die tatsächliche Zahl herum. Und ich glaube, wenn man sich immer nur anhand dieser Zahlen festhält, dann bewegt man sich auch nicht. Und das wollte ich eigentlich nochmal als Erweiterung dieser Runde beitragen. Ich wollte vielleicht auch noch etwas dazu sagen, weil Sie sagten im Grunde genommen, die Basisarbeit ist in Ihren Augen genauso wichtig wie was anderes. Auf der anderen Seite, also ich habe mich jetzt noch etwas über Berlin, ich komme aus Köln, aber etwas über Berlin orientiert, dass es eben diesen runden Tisch gibt, den es bei uns nicht gibt. Aber dann ist es doch wichtig, dass, ich weiß nicht, ob Sie einladen, dass doch die Humanisten dort vertreten werden, denn das ist ja doch eine ganz andere mediale Präsenz, die man da hat, als wenn man die Basisarbeit macht. Und darum geht es ja ein Stück, wenn man sagt Religion first. Also da, wie gesagt, wir werden das weitergeben. Das ist sicherlich nochmal ein Dialog bei denen, die dann diesen runden Tisch organisieren, nötig. Aber ich würde sagen, halten wir uns jetzt nicht an diesem runden Tisch fest. Es ist etwas, was aus meiner Sicht machbar wäre. Viel wichtiger finde ich, wir haben zum Beispiel Stadtteilzentren. Da sollten Dialoge dieser Art stattfinden. Wir haben Nachbarschaftszentren, das finanzieren wir vom Staat aus. Das sind Orte, wo Dialog in der Nachbarschaft stattfinden muss. Das sind ja, da zeigt der Staat neutral, finanziert Orte, wo Dialog und Aktionen stattfinden müssen. Das sind, finde ich, zum Beispiel interessante Orte. Genauso wollte ich noch ergänzen, dass aber dazu will Frau Kittler, glaube ich, was sagen. Ich will Sie nicht unterbrechen, bevor ich jetzt ein anderes Thema aufmache. Dann machen wir erstmal das zu Ende. Naja, also ich finde schon, dass es eine Form von Wertschätzung ist. Und also ich würde nicht den Gegensatz zwischen Basisdialog in den Kiezen aufmachen und der Beteiligung an runden Tischen. Also weil ich glaube, das dürfen wir nicht tun. Also man muss eine Gleichbehandlung herstellen. Und wenn die da ist, dann kann ich auch wirklich von einem Dialog reden, in dem auch alle Bevölkerungsschichten dieser Stadt sich wiederfinden können. Also wenn ich sage, ich hole an den runden Tisch die Vertreterinnen und Vertreter der organisierten Kirchen, dann habe ich nicht, schon gar nicht in Berlin, die Masse der Bevölkerung vertreten. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was sich ziemlich einfach lösen lassen könnte. Dafür werde ich mich auf jeden Fall einsetzen.
Also was den Vertreter der Humanisten angeht, glaube ich, haben wir keinen Dissens. Aber wenn Sie diesen, an diesem runden Tisch zum Beispiel verschiedenste Vereine von Muslimen haben, es gibt ja keinen Dachverband, dann ist das in Ihrem Auge eigentlich auch kein richtiger Dialog. Aber trotzdem findet dort Dialog statt. Also Dialog ist da auch nicht etwas sozusagen hierarchisch organisiertes mit den Vertretern. Man kann nicht nach der katholischen Kirche und ihrer Hierarchien, da bin ich ganz bei Ihnen, organisiert die Vertreter der Glaubensgemeinschaften an den Tisch holen. Ich bin, also ich habe vorhin bewusst gesagt, ich komme aus einem Haushalt, also einem muslimischen Haushalt, wo Religion nicht im Vordergrund steht. Und wenn wir zum Beispiel, das passt jetzt einfach an der Stelle, wenn wir sagen, ja, die Muslime müssen sich organisieren und dann kann man da mit denen reden und ähnliches, das wird aus meiner Sicht auch nicht klappen. Dass die Debatten, die Sie jetzt hier machen, ich bin wirklich sehr interessiert, schau zu, weil ähnliche Debatten werden wir in der muslimischen Gemeinschaft dann haben, wenn dann einige sagen, ja, aber ich spreche für euch. Aber die Mehrheit wird ja nicht da drin sein, aber die Mehrheit legt das sehr modern aus. Deswegen bin ich sehr neugierig, wie die Debatten bei Ihnen laufen. Da können einige sozusagen auch in anderen Bereichen durchaus was lernen. Und deswegen finde ich, ist das schon ein Dialog. Und auch wenn der Vertreter offiziell dort nicht ist, dieser gesellschaftliche Dialog auf unterschiedlichen Ebenen, der ist mir schon sehr wichtig. Und da glaube ich schon, dass der humanistische Verband eine wichtige Rolle dort hat. Und das sollten Sie auch ausüben. Ich muss nur mal einen Zahn ziehen, zumindest soweit ich weiß, sind diese, weil ich habe mich nach denen mal erkundigt, wie das überhaupt in Berlin funktioniert im Rahmen der Haushaltsverhandlungen, sind diese Dialogrunden, Tisch- und Dialogveranstaltungen zwar vom Senat finanziert, aber relativ stark der Selbstorganisation der Beteiligten überlassen. Das ist nicht in dem Sinn der Senat, der hier Teilnehmerlisten festsetzt und verbietet, wer da mitmacht. Also wenn es wirklich gewünscht ist, einen gemeinsamen Dialog von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zu machen, dann gehen Sie bitte zu auf die, die am Dialog der Religionsgemeinschaften teilnehmen und schlagen Sie ihnen das vor. Und meine Vermutung ist, wenn es um ein konstruktives Thema geht und nicht um die Frage, wer ist demokratiefähig und wer nicht, dann haben die, nein, jetzt im Ernst, also wenn das nicht nach Konflikt ausschließlich, sondern wirklich nach Dialog und der Suche nach dem Gemeinsamen letztendlich geht, weil das ist das, was innerhalb dieser Tische dann meistens stattfindet, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass die sich verweigern. Also das ist jedenfalls keine Sache, die jetzt einfach nur von oben verordnet und ganz starr organisiert wäre. Ein ganz anderes Thema wäre mal eine ordentliche Islampolitik, aber das ist, da haben wir viel eher das Problem, dass die beteiligten Organisationen, dass letztendlich der Senat zum Teil, weil einfach seit Jahren mit bestimmten Verbänden einfach schon ganz enge Kontakte hat, sich immer wieder auf diese Verbände bezieht. Da bin ich schon lange dafür, dass wir eigentlich was ganz anderes bräuchten, nämlich eine Art Vollversammlung aller Moscheegemeinden. Weg von den Verbänden hin zu den Moscheegemeinden, die am ehesten praktisch eine Religionsgemeinschaft sind, die religiöses Leben praktizieren und so weiter. Und die sollen ihre Vertreter für ihre gemeinsamen Belange untereinander ausmachen. Das wäre mal ein großer Schritt. Aber das ist Stichwort Islampolitik, ist jetzt auch nicht Ihre Verantwortung hier. Ich wollte noch mal einen anderen Punkt aufgreifen, der ganz am Anfang fiel. Sie hatten erwähnt, dass es beim Thema, welche konfessionsfreien Menschen fühlen sich diskriminiert, auffällig ist, dass es vor allem junge Menschen sind, die solche Erfahrungen schon mal gemacht haben, dass es auf das Thema Schule verweist. Und da kann ich nur sagen, das ist tatsächlich ein sehr ernstes Thema. Übrigens ein Thema, das für einen gemeinsamen Dialog von Weltanschauungsgemeinschaften und Religionsgemeinschaften auch sehr geeignet wäre, weil da brennt es in dieser Stadt. Da geht es aber nicht vor allem darum, dass religionslose Menschen, wie ich mal vermute, zum Beispiel auch säkulare Muslime darunter oder so, dann irgendwie diskriminiert werden, sondern dass wir es an der Schule mit vielfältigen Formen von Mobbing und sozialem Druck zu tun haben, wo Religion unter anderem, auch nicht nur Religion, aber auch Religion einfach benutzt wird, um Dominanz auszuüben. Darum geht es letztendlich. Und die dann die Dominanz ausüben, wie viel die von ihrer eigenen Religion verstehen, ist eine völlig andere Sache. Also wenn Sie irgendeinem anderen Menschen erzählen, was er angeblich in seiner Religion tun oder nicht tun muss oder lassen muss, dann heißt es gar nicht, dass die irgendwas von ihrer Religion verstehen, aber sie benutzen sie, um Dominanz auszuüben. Und das ist ein Problem, weil gesellschaftliche Konflikte, die wir in dieser Gesellschaft haben, auch immer in den Schulen landen. So, und das ist allerdings ein Problem, das uns durch die Antisemitismusdebatte jetzt ein bisschen mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit bekommt, aber sehr viel weiter in Wahrheit geht. Das ist ein ernstes Thema und da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich dieses Themas
gemeinsam möglichst mit vielen anderen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften annehmen würden. Aber da möchte ich ganz kurz noch ergänzen, weil das war uns ja auch sehr wichtig, als wir die in den Schulen ja dieses Ethikfach auch eingeführt haben. Das haben wir ja gemeinsam sozusagen durchgekämpft. Und ich habe dafür auch mich sehr stark gemacht, weil ich davon fest überzeugt bin, dass an den Schulen die Schüler lernen müssen, Schülerinnen lernen müssen, gemeinsam A, die Vielfalt von Glauben zu verstehen, was das bedeutet, ja, warum die einen eben so und die anderen so feiern und dass man sozusagen Respekt dort auch erlernen kann. Wenn sie es von den Elternhäusern nicht mitnehmen, muss es einen Ort geben, wo sie das neutral bekommen. Deswegen finde ich dieses Ethikfach unheimlich wichtig und ich hoffe, ich sage einfach noch, ich hoffe, ich habe kein Kind, ich kann das nicht immer tagtäglich nachvollziehen, aber ich habe bisher auch keine Beschwerden gehört, dass es eben dort auch diese Breite repräsentiert wird. Und das ist wichtig. Und deswegen müssen wir an den Schulen immer wieder auch gucken, dass dort diese Konflikte eben nicht eskalieren, sondern ein Verständnis frühzeitig in die Köpfe und in die Herzen dieser jungen Menschen kommt, respektvoll miteinander umzugehen. Und Religion darf eben da nicht diskriminierend sein und auch wegen Religion darf man nicht diskriminiert werden. Also was Schule angeht, dann sage ich noch einen kurzen Satz. Sind wir völlig einer Meinung, auch was die Islampolitik angeht, dass man da von diesem Kirchenverständnis herkommt und eine kirchenähnliche Organisation sucht, sondern stattdessen in die Gemeinde geht, sind wir völlig einer Meinung. Ich glaube, da haben wir gar keine Differenzen. Die Aufforderung, dass wir da tätig werden sollen, ist schön. Wir wollen das auch. Aber wir haben natürlich das Problem, wir sind unterfinanziert und personell auch sehr ausgelastet. Wir kriegen eben keine institutionelle Förderung vom Land Berlin. Und das ist dann manchmal ein Problem, dass wir nicht die Ressourcen haben, das zu machen, was wir gerne machen würden. Und was den Dialog der Religion angeht, so ist zumindest das, was ich so gehört habe. Ich bin ja ehrenamtlich, nicht hauptamtlich, dass man uns da nicht haben will, auch wenn wir uns melden. Also das muss man dann vielleicht mal irgendwie nochmal diskutieren, so, aber im Prinzip sind wir uns in vielen Punkten, glaube ich, hier sehr einig. Wir haben jetzt ein kleines Problem, nämlich offiziell ist in 5 Minuten Schluss. Ne? Ja, das heißt, vielleicht kann man schon mal von den Forderungen, die Sie also mit den Humanisten verbinden. Sie haben gesagt, Sie sind inzwischen eine Person des öffentlichen, also eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Damit haben Sie ja bestimmte Ansprüche. Ich habe jetzt verstanden, dass Sie auch jederzeit in irgendetwas, in irgendeine Runde, die der Senat zur Verfügung stellt, reinkämen, wenn Sie sich denn bewerben würden. So habe ich das verstanden. Jetzt kommen ja hier auch nochmal so andere Themen auf, nämlich wie ist das auch viel konkreter, aber das ist wahrscheinlich auch eine Sache der finanziellen Förderung, aber ich habe es auch so in Erinnerung, dass Sie auch eigene Kindergärten finanzieren, dass Sie eben immerhin den Ethikunterricht nicht, den gab es schon vorher. Es gibt humanistische Lebensgruppe und Ethik. Ah, okay. Ethik ist für alle Kinder verpflichtend. Für alle verpflichtend. Ach, das ist okay, das ist anders in Nordrhein-Westfalen. Okay. Ja, ja. Also zusätzlich Lebenskundeunterricht. Und der wird aber von Ihnen finanziert. Okay. Okay. Es waren ja noch mehrere Forderungen da. Sie sagten, Sie müssen gleich fahren zur Schule und Kita. Jetzt muss ich nur sehen, ich gebe Ihnen vielleicht. Darf ich vielleicht? Ja, ich muss weil Sie weg müssen um 16:30. Ja. Ich kündige auch gleich an. Es tut mir leid, dass ich danach weg bin. Entschuldigen Sie, aber ich kann gerne auch eine Adresse da lassen. Ich lasse auch 2 Exemplare von dieser grünen Religionskommission da. Da steht nämlich zu dem Thema, das Sie hier so bewegt, sehr vieles drin. Ganz kurz, Neutralitätsgesetz, schwierige Debatte, die ich in der Kürze nicht mehr aufmachen kann. Eins muss ich nur sagen, es gibt gute Gründe auch gegen die Position, also ich sage es so, bei uns Grünen, wir haben die Debatte noch nicht zu Ende geführt. Wir finden es allerdings problematisch, wenn das Verfassungsgericht urteilt, dass es nicht pauschal verboten werden kann, der Lehrerin ein Kopftuch zu tragen und wir in Berlin einfach so tun, als hätte das mit dem Neutralitätsgesetz nichts zu tun. Wir sind also dringend dafür, das zu klären. Wenn sich herausstellt, dass es verfassungskonform ist, dann ist es so, ja, aber wir sind mindestens mal dafür, für einen verfassungskonformen Zustand wieder zu sorgen. Aber eins muss ich Sie, es ist nicht entschieden, weil es letztendlich nicht ernsthaft mal vor einem Gericht geguckt worden ist. Aber, weil ich sagte gerade, das ist eine eigene Veranstaltung, so ein Thema, das kann ich jetzt nicht in 2 Minuten aufmachen. Nur eins möchte ich sagen, Sie können nicht, wenn unser Justizsenator im Namen
im Namen des Antidiskriminierungsgesetzes und des Gleichbehandlungsgesetzes, denn darauf haben sich ja auch die Lehrerinnen erfolgreich hier vor Arbeitsgerichten auch schon berufen. Dafür sagt, dass das Neutralitätsgesetz vermutlich nicht so bleiben kann, dann kann man das nicht als einen Rechtsruck bezeichnen. Das muss ich wirklich sagen. Also links, rechts ist echt die falsche Kategorie hier und das möchte ich eindeutig zurückweisen. Ich will Sie nicht davon überzeugen, dass es geändert werden muss, aber Sie können es nicht einfach als rechts bezeichnen. Das finde ich ziemlich schräg, weil ich könnte Ihnen das genauso durchdeklinieren über die Selbstbestimmung der betroffenen Frauen und mit lauter linken Chiffren. So, es ist ein schwieriges Thema. Ja, es gibt hier Themen, die sind schwierig und da werden wir uns nicht in 5 Minuten damit zufrieden geben. Das war die ganze Zeit klar. So, Monopol für konfessionsgebundene Kitas. Wer hatte das gesagt? Das haben Sie auch gesagt. Das ist tatsächlich ein Problem. Das ist tatsächlich ein Problem, was dringend verändert werden muss. Hat, muss man sagen, praktisch, glaube ich, ein Stück, gerade in den neuen Bundesländern, auch einfach was damit zu tun, dass nach der Wende ganz vieles zusammengebrochen ist und dann die konfessionellen Träger praktisch reingegangen sind. So, das halte ich tatsächlich für ein Problem, weil es natürlich eine Angebotsvielfalt geben muss und weil man als Eltern die Wahl haben muss und nicht nur bei Kitas, sondern auch in Krankenhäusern. Also insofern kann ich dann in anderen sozialen Einrichtungen, wo ja auch die Kirchen einfach nur Anbieter auf dem sozialen Markt sozusagen sind. Also da haben Sie völlig recht, wir unterstützen das. In Berlin gibt es dieses Problem weniger. Ich weiß aber, dass es das in einigen Flächenstaaten, gerade in den neuen Bundesländern, aber ich glaube auch in NRW, in einigen Gegenden zum Beispiel massiv gibt. Also kann ich nur unterstreichen. Stichwort Kirchensteuer. Ich habe nicht vor, Sie hier mit allem zu erfreuen. Kirchensteuer ist in unserer Partei seit vielen, vielen Jahren sehr umstritten, ist auch einer der Punkte, wo wir uns bei diesem Beschluss nicht haben einigen können. Nur eins ist klar und das haben auch die, die das bei uns unbedingt abschaffen wollen, zugestanden. Es ist nicht rechtlich problematisch. Es ist nicht verfassungsmäßig ein Problem. Man kann dafür oder dagegen sein, aber die Kirchen zahlen für das, der Staat bringt praktisch eine Dienstleistung für sie und die Kirchen zahlen dafür eine Gebühr. Das heißt, der Staat hat keineswegs irgendeinen Verlust dadurch. Es gibt eine gewisse Ungleichbehandlung, weil Kirchensteuer abzugsfähig ist von der Steuer. So, und Spenden sind es nicht. Und deswegen haben wir in diesem Bericht auch Vorschläge gemacht, wie man das gleich behandeln kann. So, also ich sage, da kann man dafür oder dagegen sein. Ich möchte nur nicht, dass Sie mit den falschen Argumenten hier streiten. So, und dann Religion, nicht nur im Privaten, jetzt komme ich zu der Dame aus Brandenburg. Wir haben in Deutschland einfach ein anderes Modell. Wir haben keinen laizistischen Staat, sondern wir haben einen Staat, der die Kooperation mit Religionen und Weltanschauungsgemeinschaften in der Öffentlichkeit erlaubt. Und deswegen haben wir auch den humanistischen Lebenskundeunterricht, gäbe es an den Grundschulen nicht, wenn wir ein laizistisches Modell hätten, wenn das alles nur irgendwie in der Gemeinde oder so stattfinden würde. Und wir hätten auch keine Theologie oder vielleicht zukünftig Humanistik an den Hochschulen. Das hängt alles davon ab, dass wir in Deutschland ein Modell haben, wo Kooperation erlaubt ist, auch an öffentlichen Einrichtungen, aber der Staat muss neutral sein. Also er darf nicht eine Religion oder Weltanschauung bevorzugen. Er muss es grundsätzlich alle gleich behandeln, die es wollen. Aber und ich gebe Ihnen jetzt noch einen Gedanken mit, der vielleicht auch für Sie interessant ist. Auch diesen Punkt haben wir sehr heftig diskutiert in unserer Kommission. Und wir kamen und in der die Hälfte der Kommission waren Agnostiker, Atheisten, Humanisten, Angehörige von Neue Heiden und. Also alle nicht Angehörigen der großen Religionsgemeinschaften. Und wir sind gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass es auch einen Vorteil hat, wenn dieses Modell, und zwar einfach deswegen, weil es Religion, Sie haben ja die Demokratiefähigkeit vorhin bezweifelt, weil es Religionen, die immer auch ein fundamentalistisches Potenzial haben, also ein extremistisches Potenzial haben, weil es sie zivilisieren kann. Das ist ein Gedanke, über den sich mal eine längere Debatte lohnen kann. Die öffentliche Diskussion an Hochschulen mit säkularen Kollegen, mit säkularen Studierenden, die Auseinandersetzung, dasselbe gilt auch für die Schulen, bändigt und zivilisiert Religionen. So, und das ist vielleicht ein Gedanke, über den auch Sie mal länger nachdenken wollen. Ich bin gespannt, zu welchen Ergebnissen Sie kommen. Und als allerletzten Punkt, und dann bin ich fertig, Sie haben sich darüber beschwert, dass Sie sagen, wir diskutieren hier die ganze Zeit drüber, wer ist besser, wer ist schlechter. Genau dasselbe hatte ich ja am Anfang unter anderen Vorzeichen für diese Diskussion hier eingeklagt, denn ich bin hier natürlich in einer radikalen Minderheitensituation und deswegen durfte ich das auch mal erwähnen. Grundsätzlich muss ich sagen, diese
was Sie erzählt haben aus der evangelischen Kirche, Sie setzen sich für Flüchtlinge ein, dann müssen Sie ja eigentlich Christin sein. Das ist tatsächlich überheblich, weil es beansprucht, dass nur Menschen, die religiös sind, eigentlich moralisch oder ethisch handeln können. Und das ist Unsinn. Und um jetzt einen positiven Punkt zum Abschluss zu machen, zu Ihrem Gutachten, Sie haben ja zu Recht nochmal diese seltsame Kampagne, die wir in Berlin hatten für Religionsunterricht, diese Pro-Rally-Kampagne nochmal erwähnt. Da gab es Plakate, die haben dafür geworben, die haben gesagt, keine Moral ohne Gott. Das halte ich für eine totale Anmaßung und Überheblichkeit der Kirchen, die diesen Volksentscheid betrieben haben. Für mich war es mit, also ich war immer ziemlich skeptisch bei diesem Volksentscheid, aber für mich war es auch mit ein Grund, auch in meiner Gemeinde, ich bin tatsächlich aktive Katholikin, zu sagen, nee, dafür werben wir auch bitte keine Unterschriften mehr, weil das können wir einfach nicht sagen, dass wir das Monopol auf Moral oder auf eine ethische Lebenshaltung haben. So, damit möchte ich es belassen. Danke. Also ich glaube, mit dem letzten Wort kann fast jeder leben, aber Sie wollten zu den Schulen noch gerne etwas sagen. Also ich muss noch mal was sagen zu den Schulen und Kitas, also was hier der Herr hier drüben gesagt hat. Wo kommen Sie denn her, um Gottes Willen? Nicht aus Berlin, oder? Ah ja, also ich kann nur sagen, also selbstverständlich hat in Berlin... Aus Berlin, ich habe das nur festgestellt, wenn wir zum Zählen kommen. Ja, das tut mir leid, das glaube ich nicht. Jedes Kind hat das Recht, auf eine staatliche Regelschule in Berlin zu gehen und auch in eine staatliche Kita. Also ich weiß um die Kita-Platz-Situation, aber das ist wirklich ein anderes Problem. Und es stimmt nicht, dass also ein Kind nur von religiös gebundenen Schulen und Kitas in Berlin umzingelt ist. Das stimmt nicht. Und wenn es so sein sollte bei Ihnen, wo Sie wohnen, und es gibt dort ein Problem, dann sagen Sie mir das und dann kümmere ich mich, dass das Kind aber mit Sicherheit an eine staatliche Schule kommt. Also das stimmt einfach nicht, was Sie hier behaupten. Und Grundschulen, also ja, bei Oberschulen ist es so, die können auch einen gewissen Weg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Wenn Sie da in einem Siedlungsgebiet wohnen, dann ist das auch so, dass der Weg auch ein bisschen weiter sein kann. Und bei Grundschulen haben wir die Regel, kurze Beine, kurze Wege. Und dann kriegen die auch eine staatliche Grundschule in der Nähe. Mit Gewissheit. Also das muss ich hier wirklich mal zurückweisen, zumindest für Berlin. Dieses Problem mag es in ländlichen Räumen geben, aber dann sicherlich auch nicht im Osten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in Brandenburg ein solches Problem beispielsweise besteht. Aber ich muss noch mal was sagen, es hat hier niemand, also das an Sie gerichtet, es hat hier niemand gesagt, wir sind die Besseren, die anderen sind die Schlechten. Das hat hier keiner behauptet heute. Und wenn ich gerade, ich habe was zu den Staatsverträgen vorhin gesagt. Und dass Arbeit bezahlt wird, das ist, finde ich, eine sehr gute Errungenschaft. Und die Delegierung von Aufgaben, die eigentlich von Staatswegen oder eben mit gut bezahlter Arbeit geregelt werden müssten in der Bundesrepublik Deutschland, dass die ins Ehrenamt delegiert werden, das ist eine ganz andere Frage, weil das ist nämlich nicht in Ordnung. Ich habe überhaupt nichts gegen Ehrenamt. Ich bin auch ehrenamtlich tätig, selbstverständlich, auch für Geflüchtete in Berlin. Aber das ist bitte nicht die Sache von uns, die wir unterstützen, wenn Arbeit, und das ist schwere Arbeit in der Pflege, das wissen bestimmt alle, wenn die geleistet wird, dann muss die bitte auch gut bezahlt werden. Und wenn das in kirchlichen Einrichtungen passiert, muss auch das gut bezahlt werden. Also das ist, glaube ich, nicht die Frage. Und zum Neutralitätsgesetz, ich weiß, Sie haben einen Beschluss als Verband, und es gibt einen Zusammenschluss hier und gerade eine Initiative in Berlin. Auch die Linke ist in der Diskussion zum Neutralitätsgesetz. Meine persönliche Meinung können Sie gerne hören. Ich unterstütze den HVD in seiner Position zum Neutralitätsgesetz.
Und wir sind da noch nicht am Ende und es wird ziemlich heftige Debatten geben. Und der Unterschied zwischen einem Urteil eines Arbeitsgerichtes und eines Bundesgerichtes ist mir durchaus bewusst. Und da muss man auch nochmal gucken. Wir hatten gerade erst die Bestätigung, und zwar eine anwaltliche Bestätigung hier in Berlin. Und wir sind verfassungskonform, also das ist völlig schräg hier zu sagen, also auch von meiner Kollegin, die ich ansonsten sehr, sehr achte, die jetzt gerade schon weg ist, da muss ich sagen, was wir hier machen in Berlin ist verfassungskonform, weil wir haben es gesetzlich geregelt. Und dieses Gesetz gilt, bis es eventuell geändert wird. Solange sind wir hier auch auf dem Boden der Verfassung. Und ich hoffe danach auch noch, wenn es geändert wird. Und dass es eventuell eine Änderung geben wird, das kann gut sein. Die Frage ist, wie sieht die aus, diese Änderung? Und das ist sicherlich eine Veranstaltung, die man vielleicht mal extra machen sollte zum Neutralitätsgesetz. Ich würde mich sehr freuen, wenn der HVD sich da auch bei mir in der Partei durchaus in den Streit mitbegibt. Ja, weil den haben wir auch. Du willst was noch sagen? Ja, okay. Es gibt eine Veranstaltung, die möchte ich ankündigen am 6.9., das kann man schon sagen, mit Kostenpsychologie, eine Veranstaltung, Podiumsdiskussion zu genau diesem Thema zum Neutralitätsgesetz stattfindet, am 6.9. Also die Debatte zum Neutralitätsgesetz läuft auch im Humanistenverband. Das ist auch bei uns nicht unumstritten. Ich bin da zum Beispiel anderer Auffassung. Das war auf der Mitgliederversammlung so ein bisschen die Minderheitenmeinung. So ein Drittel, zwei Drittel war vielleicht das Ergebnis. So ein bisschen auch altersspezifisch gewichtet. Die Jungen waren eher gegen das bestehende Neutralitätsgesetz. Die Alten dafür. Es ist eine weite Debatte, in der es viele Argumente gibt und die wir unbedingt weiterführen müssen. Das denke ich auch. Hier zu dem Einwand, dass es so ein bisschen hier so ein Gegeneinander war, das liegt natürlich auch ein bisschen am Thema. Also wenn man sagt Forelli und werden wir diskriminiert, dann hat das einfach erstmal diese Komponente, dann redet man nicht darüber, wo man zusammenarbeiten kann, sondern wo es eben Konflikte gibt. Dann machen wir eine neue Veranstaltung, wo wir kooperieren können, das können wir gerne tun, da gibt es viele, viele Bereiche. Und nochmal zur Trennung von Staat und Kirche. Es ist richtig, was Frau Jahres gesagt hat, wir haben hier keinen strengen Laizismus und es gibt auch gute Gründe dafür zu sagen, es gibt in bestimmten Bereichen Kooperationen. Wir haben nun mal religiöse Menschen im Staat, die sind da. Wir müssen damit umgehen, dass es Religionen gibt. Dadurch, das kann Probleme produzieren, egal ob im Staat kooperiert wird oder nicht. In Frankreich gibt es sie auch und da gibt es einen strengen Laizismus. Und es ist natürlich auch eine Form von Einbindung und Zivilisierung und Integration, wenn der Staat in Kooperationen geht. Aber es muss natürlich neutral sein und es muss auch im Rahmen des Grundgesetzes sein. Und es muss also eine institutionelle, klare Trennung geben. Aber darüber hinaus kann es auch nach meiner Auffassung Kooperationen geben, die sind sinnvoll. Nicht an allen Stellen Kirchensteuer, muss ich nochmal sagen, halte ich für verfassungswidrig. Aber auch über diese Punkte kann man alle streiten. Und ich glaube, das werden wir auch weitermachen. Ja, bevor wir die Veranstaltung schließen, wollte ich gerne noch mal Sie fragen, ob Sie denn mit Ihren Forderungen, also ne, wenn man jetzt sagt, also die weltanschaulichen Richtungen irgendwie genauso akzeptiert oder integriert werden sollten wie die Religion, das ist ja der Ansatz, ne? Ob Sie denn bei dem, was, also wenn ich jetzt mal zusammenfasse, was hier Ihnen zugestanden worden ist, ne? Sie haben gerade gesagt, also wer arbeitet, muss auch bezahlt werden. Das heißt, also eine stärkere Förderung wäre das ja auch der Einrichtungen wie Kitas oder eben auch Betreuung von Patienten, die ja nun auch die humanistische Vereinigung praktiziert. Das würde ja auch bedeuten, dass Sie etwas Geld kriegen, ne? Kriegen Sie, ne? Dann eben auch die Integration bei entsprechenden Veranstaltungen. Also ich nehme jetzt mal den runden Tisch, wenn Sie einen Antrag stellen, daran teilzunehmen. Also eingeladen werden Sie offenbar nicht, sondern Sie müssen den Antrag stellen, so habe ich das verstanden. Das werden wir noch klären, so habe ich das verstanden. Okay. Also es gibt ja sicherlich noch mehr Forderungen. Also ich habe gehört, auch den Lehrstuhl, also mit einem
Sind Sie einverstanden? Einer ist natürlich. Also ich habe das so verstanden, dass das also eine Bereitschaft ist. Hm? Ja, es gibt hier eine Entwicklung in Berlin. Wie gesagt, in anderen Bundesländern sieht es viel schlechter aus. Das muss man auch sagen. Wir haben hier eine relativ gute Situation. Wir sind auch stark als Humanisten hier in Berlin. Wir haben Kitas, die werden genauso gefördert wie die von den Kirchen. Das ist völlig in Ordnung, gibt es keine Frage. Der Humanistik-Lehrstuhl, also einer ist natürlich immer ein bisschen popelig, also es sollten eigentlich mehrere sein. Die Debatte gibt es, aber bislang hat sich keiner bewegt. Es kostet ja auch alles Geld. Wir sind natürlich dann bei dem Geldproblem und dann sind wir beim Haushalt. Und wenn wir sagen, wir wollen auch eine institutionelle Förderung haben, und auch ein paar Millionen vom Land Berlin, da sagen die, ist kein Geld da. Den Kirchen will man ja keins wegnehmen, obwohl die eigentlich schrumpfen und deswegen überfinanziert sind inzwischen. Aber das ist alles, da kommen wir natürlich in die ganzen Finanzfragen und dann ist man uns wohlgesonnen, sagt aber, gibt kein Geld. Und dann wird es wieder schwierig. Also ich glaube, es wird noch ein längerer Prozess sein, bis wir wirklich da hinkommen, dass man sagen kann, es gibt hier wirklich in jeder Hinsicht eine Gleichbehandlung der Humanistin und der sonstigen Weltanschauung mit den Religionen. Das ist hier ein langer Weg. Noch eine Sache, die mir auch, also beim Lesen Ihrer Texte kam, das war zum Beispiel die Beteiligung oder Einsitz im Rundfunkrat. Das wurde jetzt nicht thematisiert, haben Sie vorhin schon gesagt, okay. Aber das können wir gerne auch nochmal thematisieren. Also ist jetzt die Frage, wie lange wir noch den Raum benutzen dürfen und wie lange Sie noch Geduld haben. Ja, okay. Beispielsweise Seniorenvertretungen wollen auch einen Sitz im Rundfunkrat und auch andere Zielgruppen in der Stadt. Und es ist verdammt schwierig. Also da sind ungefähr 30 Mitglieder, die vielleicht in der Zeit, in der es gegründet worden war, eine breite Repräsentanz der Bevölkerung und unterschiedlichen Schichten sozusagen erfolgt ist. Aber ich glaube, da muss man auch nochmal reingucken. Es ist aber ein Bohren von ganz dicken Brettern. Vielleicht muss man das immer wieder machen. Und ich denke, das darf man auch nicht aufgeben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, was mir wichtig war, zum Neutralitätsgesetz. Ich glaube, dass das Berliner Neutralitätsgesetz nicht nur verfassungskonform ist, sondern auch durchaus vor Gerichten auch Bestand halten wird, weil wir einfach nicht eine Religion oder einen Glaubensbereich sozusagen hervorheben oder das explizit diskriminieren und nicht flächendeckend machen und nicht in allen Berufszweigen machen, sondern nur explizit da, wo der Staat neutral sein muss. Und das haben wir genau definiert. Und ich glaube, das ist nochmal eine Besonderheit. Und ich habe sehr viel Sympathie, dass Berlin dieses Neutralitätsgesetz auch eine Chance als Chance sieht und dafür kämpft, dass das nicht wegbricht. Also ich finde das gut. Ich habe es damals auch miterkämpft und ich finde, dass in einer Stadt der Vielfalt, wie Berlin es ist, wichtig, dass der Staat an der Stelle auch neutral ist und wir das gemeinsam definiert haben. Das war mir nochmal wichtig, weil ich da auch lange drum gekämpft habe. Das ist natürlich ein sehr großes anderes Thema, was heute jetzt nicht prinzipiell angedacht war, aber jetzt sozusagen indirekt hinzugekommen ist. Aber nochmal zu dem Thema eben, ob also Religion first, also kann man eben auch sagen Humanism and Religion oder eben andere Weltanschauungen sozusagen nicht first, sondern similar. Ne? Ich würde Ihnen gerne, denn Sie haben den Vortrag gehalten, als Letzten das Wort geben, ob Sie wirklich den Eindruck haben, dass das angekommen ist. Denn wir hatten hier politische Vertreter. Ich meine, letztlich ist ja der Senat dann dafür zuständig. Na, wir können ja Anträge stellen, ne? Ja. Ja, in Berlin ist das schon angekommen. Das sehe ich schon so, dass das Thema angekommen ist, dass es auch Bewegung gibt. Aber es ist halt ein langer Prozess. Man wird sehen, wie lange das wirklich dauert, bis es überall angekommen ist. Die Senatsverwaltung ist eine träge Bürokratie, wie alle Bürokratie. Sitzen Leute schon sehr lange und haben bestimmte Vorstellungen. Jetzt soll sich da was ändern. Also das ist auch das Bohren dicker Bretter. Das ist Politik halt. Und natürlich ist das ein politisches Thema, wenn wir Gleichberechtigung einfordern. Und ich bin da mittelfristig und langfristig optimistisch, aber es wird sicher auch noch was dauern. Wir müssen da auch noch eine Menge machen, sind wir bei. Und die Veranstaltung hier ist ja auch ein kleiner Schritt in diesem langen Weg. Und ich sehe das zumindest, was Berlin angeht, optimistisch. Der Wandel in der Bevölkerung ist unübersehbar. Die Religionen nehmen ab in Deutschland, ihr Einfluss nimmt ab. Das muss irgendwann auch Konsequenzen haben. Ja, dann danke ich Ihnen erstmal für Ihre klaren Statements und auch, wie Sie mit Konflikten umgegangen sind, nämlich sehr freundlich.
Und ich danke Ihnen auch für das Zuhören. Und eigentlich muss ich sagen, die Zeit war zu kurz, wie immer. Und vielleicht wird ja nochmal so eine Veranstaltung stattfinden, zum Beispiel dann zum Neutralitätsgesetz und ob das was mit Diskriminierung zu tun hat oder nicht. Ne? Das ist ja das Thema offenbar. Ich danke Ihnen und gute Heimfahrt. Hm?